1. Könige 18, 21. Da trat Elia zu allem Volk und sprach: Wie lange hinket ihr nach beiden Seiten? Ist der Herr Gott, so folget ihm nach. Ist es aber Baal, so folget ihm. Und das Volk antwortete ihm nichts. Das ist typisch unserer Zeit, nicht wahr? Lesen Sie auch die Tageszeitung an Ihrem Ort, wo Sie herkommen? Ja? Sind Sie gut informiert? Ne? Nicht nur Sport, sondern auch das andere? Ja? Ja? Dann kennen Sie doch auch sicher das tägliche Leben der Menschen heute in unseren großen Industriezentren. Eigentlich können wir ja nur staunen, wie es klappt. Wir sagen immer, es klappt, und wenn es zusammenklappt. Aber es klappt. Welch ein Reichtum ist in den westlichen und fernöstlichen Ländern. Wir staunen. Wohlstand, Überfluss, Wegwerfgesellschaft, das sind für uns bekannte Tatsachen. Welch ein Reichtum. Schauen Sie sich doch mal die Warenhäuser an, die sind bis unters Dach gefüllt. Wir haben Vergnügungsparks, wir haben übermütiges Lachen. Und stellen Sie sich vor, seit 1945 haben wir keinen Weltkrieg mehr. Das sind 51 Jahre, dass die Welt Frieden hat. Eigentlich 57 Jahre. Von 18 bis 39 waren es nur 21 Jahre. Vom Ersten zum Zweiten Weltkrieg. Und jetzt ist es schon länger. Was fehlt uns eigentlich noch? Das Thema dieser Woche ist überschrieben: Kennzeichen und Gefahren der Endzeit. Sind denn Kennzeichen der Endzeit da? Etwas ist mir sehr stark aufgefallen. Die Menschen heute wollen eigentlich im Grunde genommen nichts von Gott wissen. Fangen Sie mal ein Gespräch über den lieben Gott an, da hören noch einige zu. Aber nennen Sie einmal den Namen Jesus. Die Menschen wollen einfach nichts davon wissen. Viele Menschen sind depressiv, ja. Es ist ja so unheimlich drückend, von der Zukunft zu hören. Der heutige Mensch lebt lieber in der Gegenwart und er will jede Stunde auskaufen zum Vergnügen. Wenn Sie heute eine Großevangelisation starten, wenn viele Menschen kommen und ein bekannter Star ist da von den Evangelikalen, dann haben Sie vielleicht einige hundert. Aber wenn Michael Jackson kommt, dann reicht kein Stadion. Wenn Fußball-Endspiele sind, reicht kein Stadion. Man will also jede Stunde auskaufen. Ich habe gesehen, wie in den ersten Reihen die Mädchen zusammengefallen sind. Rote Kreuz, die liefen nur mit Baren, wenn Michael auftrat oder eine Rockgruppe kam. Da kann man staunen. In den 90er Jahren, wissen Sie es noch, wie ein Flugzeug mit 300 Menschen in der Karibik abstürzte? Nun ja, das nahm man zu. Das nahm man so an und dann wurde munter weitergeflogen. Da wurden uns die sichersten Spiele von Olympia in Atlanta propagiert. Und dann war USA geschockt, wie auf einmal eine Bombe da hochging. Das hätte man nicht geglaubt. In unserem Nachbarland Belgien, das ist ganz in unserer Nähe, eine Stunde bin ich in Belgien, sind jahrelang junge Mädchen verschwunden. Und dann hat man bei einem Mann den Garten umgewühlt und hat Leichen über Leichen gefunden. Und den Herrn Innenminister, den es anging, der machte gerade Ferien in Italien, das störte ihn nicht.
Was soll man auch machen? Man bombt Bahnen, Busse und Flugzeuge in die Luft. Und es geht immer weiter. Denken Sie, was jetzt passiert ist in Moskau, in dem Riesentheater, 1000 Menschen darin. Herr Putin beschloss, die Elitetruppe wird das Stadion, dieses Theater stürmen. Es wurde Gas hineingelassen. 100 und wie viel Tote. Denken Sie jetzt an Italien, in unserem schönen Urlaubsland. Da geht es mit dem Ätna nach oben, die Lava, die stürzt den Berg runter und auf einmal sind so und so viele Kilometer weit eine Schule eingestürzt. Heute hat man die Kinder beerdigt. Eine ganze Schulklasse ist weg mit ihrer Lehrerin. Oder denken Sie doch mal nur an den gemütlichen Fluss Elbe. Ich kam jetzt dahin, ich war geschockt. Oder denken Sie bitte an den 11. September 2001 zurück. Aber es geht immer munter weiter. Die Leute, die werden da so schnell heute mit fertig. Und wenn wir mal ganz objektiv unter die glänzende Oberfläche der Menschheit blicken, dann können wir einen Schrecken bekommen. Da sehen wir dann die Macht der Sünde und die Gewalt des Satans. Wir sehen auch die Lehre des Menschen, L-E-E. Machen Sie nicht E-H. Wir sehen auch die morsche Grundlage, auf der das Leben der Menschen, der einzelnen Menschen und der ganzen Gesellschaft gebaut ist. Man kann wirklich Angst bekommen, wenn Sie das rasante Tempo der Wirtschaft heute sehen, wie es nach unten geht. Du siehst, wie Kräfte die Menschheit bewegen. Denk bitte einmal heute Abend, bevor du ins Bett gehst, über das Negative in unserer Welt nach. Du kannst nicht alles positiv sehen. Du musst auch einmal negativ die Sache sehen. Nur ganz wenig Menschen haben die Verantwortung für die Zukunft der Völker in ihrer Hand. Und was für Mächte leiten und beherrschen sie? Ich denke an Muhammad el-Gaddafi. Ich denke an den Herrscher Syriens, Assaf. Ich denke an den Herrscher vom Irak, Saddam Hussein. Ich denke an den Mann, der unbedingt Krieg anfangen will, an Herrn Bush. Ich bin nicht gegen Amerika, das müssen Sie nicht denken. Auch nicht gegen Russland, an Herrn Putin. Aber was jetzt abläuft, das macht mir Angst und Bange. Wenn ich an den Irak denke, meine lieben Geschwister, da werden wir noch in diesen Tagen von sprechen, dann wird mir wirklich Angst und Bange. Seit 2 Tagen sind die gewaltigen Manöver in Saudi-Arabien ausgebrochen. Einer der größten Flugzeugträger der Welt ist unterwegs. Was wird daraus werden? Kommt der Dritte Weltkrieg? Wir haben große, große Sorge. Da kommen die 7 oder die 8 zusammen, hier und da. Mal in Kanada, dann sind sie in Russland oder in Amerika. Was besprechen sie? Was planen sie? Was bewegt die Männer der Weltmächte? Das alles sind wichtige Fragen, die können wir nicht achtlos beiseite schieben und sagen, das geht mich nichts an, das können die da oben machen. Nee. Egal auf welchen Kontinent Sie schauen, da sehen Sie Probleme. Denken Sie an den großen Kontinent Afrika. Er ist verseucht mit AIDS.
Denken Sie an die Amerikaner. Jeder Amerikaner schlottert. Und was war das für ein Theater, bis sie die beiden gefasst haben? Die aus dem Auto heraus normale Menschen niedergeschossen haben. Wie hat man sie gesucht? Heute habe ich das Modellauto gesehen, wie er aus dem Kofferraum liegend mit seinem Zielfernrohr die Menschen abgeschossen hat. Aber was sagt uns Nahost? Noch immer ist seit der Gründung des Staates Israel kein wahrer Friede. Gewiss, Israel hat Frieden mit Ägypten und mit Jordanien. Aber Israel ist mit seiner Regierung tief besorgt über das Verlangen seiner Erzfeinde, die es am liebsten ins Mittelmeer werfen würden. Wissen Sie schon die neueste Version? Ich habe sie gestern noch aus meinem Computer geholt, im Internet. Die Palästinenser wollen in Zukunft keinen eigenen Staat mehr haben. Nee. Herr Arafat wird überstimmt. Da ist eine Gruppe von Palästinensern in den obersten Regierungsrängen. Die wollen jetzt, dass die Palästinenser integriert werden in den Staat Israel hinein. Dann gibt es keinen Krieg mehr zwischen Israel und Palästinensern, weil es dann keine Palästinenser mehr gibt. Es ist besorgniserregend, was sich im Nahen Osten tut. Freunde, was hat uns die Weltlage zu sagen? Im zweiten Petrusbrief sagt uns der Petrus Folgendes. Ich will es immer vorlesen. 2. Petri 1. 2. Petri, Kapitel 1. Da heißt es im 19. Vers, 2. Petri 1, Vers 19. Und wir halten uns nun desto fester an dem prophetischen Wort. Jetzt muss man einmal durchatmen und dann. Und ihr, darf ich das mal machen, und ihr? Und ihr tut wohl darauf zu achten, als auf eine Lampe, ein Licht, das an einem dunklen Orte scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Dieses prophetische Wort gibt uns helles Licht über unsere Zeit heute. Die Gefahren, die Zeichen der Zeit sind da. Was wartest du noch auf Zeichen? Bete lieber, dass Gott dir die Augen öffnet, dass du sie siehst. Du brauchst nicht drauf zu warten. Die Zeichen der Zeit sind da. Es heißt, die Nacht kommt, da niemand mehr wirken kann. Wir müssen heute das Evangelium mehr denn je den Menschen bringen. Es gibt genug Überlegungen, wie man es tun kann. Dem einen so, dem anderen so. Dem einen mit Kassetten, den anderen mit Traktaten. Den anderen im persönlichen Gespräch oder im Gottesdienst. Oder wie die Möglichkeit besteht. Wir wollen ja Menschen aus der Gewalt des Satans herausziehen und sie in den Kreis Jesu stellen. Aber das ist heute nicht einfach. Es kommt auch die Nacht, da kann der Heilige Geist nicht mehr wirken. Da wird er die Menschheit nicht mehr strafen können. Dann ist es vorbei. Wie ist doch der Abfall vorangeschritten? Machen Sie sich mal die Mühe, morgen am Montag, dann ist die Zeitung immer am interessantesten. Dann schneiden Sie mal den Sport weg. Sammeln Sie morgen früh mal alle negativen Nachrichten aus Ihrer Zeitung. Schneiden Sie die mal aus. Da brauchen Sie einige DIN A4 Blätter, um das alles aufzukleistern.
Da werden Sie staunen, was Sie morgen alles lesen können. Wie viel Tote auf der Autobahn, wie viele Unfälle. Vielleicht gibt's ja wieder was Neues über Möllermann. Er macht ja viel von sich reden. Der Mann, der immer vom Himmel fällt. Tja, ja. Es sieht ganz, ganz böse aus. Und dann schneiden Sie sich mal alle die Dinge raus, die so kriminell sind. Sie wissen doch, da ist eingebrochen, da ist einer erschlagen worden, da hat ein Vater seine und so weiter und so weiter und so weiter. Dann lesen Sie mal in der Zeitung, was alles in den letzten zwei Tagen am Samstag und Sonntag passiert ist. Für mich ist die Montagszeitung immer eine wichtige Sache. Wir haben heute den Abfall offen vor uns. Wir brauchen nicht mehr darüber nachzudenken, was ist Abfall. Dann bist du auf dem Holzweg. Ich will dir von einem dreifachen Abfall erzählen. Aber ich bin ganz pünktlich. Erstens. Der erste Abfall ist der Abfall von der Bibel, vom Worte Gottes. Wenn du die Möglichkeit hast, ins Lesezimmer zu gehen, dann schau dir bitte, ich weiß nicht, ob sie da liegt, aber ich nehme es an, dann schau dir bitte mal Idea von dieser letzten Woche an. Dann bekommst du Kopfschütteln. Da spricht man von der Bibel, die antisemitisch ist. Die Bibel, das ist doch Gottes Wort. 100%. Aber ich möchte sagen mit Jesaja, wer glaubt unserer Botschaft? Wem ist der Arm des Herrn offenbar? Wir können heute davon sprechen, vom Abfall der Heiligen Schrift. Und ich muss Ihnen etwas sagen, das sage ich Ihnen mit großer Betrübtheit. Der Abfall der Heiligen Schrift ist vorgedrungen bis in die Bibelschule. Ich will es nicht offen aussprechen, aber ich kann Ihnen Bibelschule nennen, da hat die Bibelkritik Einzug gehalten. Es ist doch traurig. Wir haben zweitens den Abfall vom Blute Jesu. Da wird es doch klar und deutlich ausgesprochen, dass der Mensch allein zu Gott kommen kann, allein durch das Blut Jesu Christi. Es ist in keinem anderen das Heil. Das sagt uns Apostelgeschichte 4. Wir haben die Erlösung durch sein Blut, sagt uns Epheser 1. Und dennoch, Junge, zieh dich mal richtig an. Tu mal den Bauch rein. Du bist doch ein prächtiger Kerl. Was will der Pastor da eigentlich mit seiner Blutspredigt? Wir haben den Abfall vom Blute Jesu. Ich habe jetzt wieder mit Bedacht die Morgenandachten im Westdeutschen Rundfunk gehört. Von einer evangelischen Theologin. Ich war erschüttert. Ich war restlos erschüttert. Ich habe hier ein Kalenderblättchen. Bekannt, ja, diese Kalenderblättchen. Warum muss ich so lange leben, fragen sich oft schwer erkrankte Menschen voller Qualen. Der Seher der Offenbarung kennt ein Sehnen, das weit schmerzlicher ist. Die Welt treibt dem Gericht entgegen. In jenen Tagen werden die Menschen den Tod suchen und nicht finden. Johannes, der Seher, schaut zum Thron Gottes. Dorthin ruft der Tod. Wie wenn wir überrascht werden, fern von Gott und ohne sein Siegel, dem Zeichen der Bewahrung auf der Stirn. Nimm hin,
das Zeichen des Heiligen Kreuzes an der Stirn und an der Brust, weil du durch Christus erlöst bist. Wir tragen das Siegel. Das widerfuhr uns ja in der Taufe. Wer diesen Zuspruch annimmt, vertraut darauf. Der gütige Vater wartet auf uns. Das widerfuhr uns ja in der Taufe. Tja, sehr wertvoll, nicht? Wir haben doch Theologen. Einer konnte das gar nicht begreifen, das Wort Theolog. Da sagte ihm sein Vater, ich kann dir das auch nicht erklären. Bei uns heißt das immer Theolog. Hat nie die Wahrheit gesagt. Theolog. Wir haben heute den Abfall vom Blute Jesu. Aber wir haben drittens den Abfall vom Heiligen Geist. Und das ist erschreckend. Was haben manche Verkündiger auf dem Gewissen? Die Leute in den Schlaf wiegen und sagen, ach, du bist ja errettet durch die Taufe. Dir kann nichts mehr passieren. Der Heilige Geist ist doch allein der, der uns die Kraft und die Stärke und den Sieg im Blute des Lammes schenken kann. 2. Korinther, der Geist ist es, der lebendig machen kann. Und niemand kann als nur durch den Heiligen Geist. Verändere nur ja nicht das Wort Gottes. Wir haben heute eine so erschreckende Sicht vor uns, wenn wir in das geistliche Lager unserer Zeit hineinsehen. Da gibt es Treffen und Konferenzen, wo man über Emanzipation und Homosexualität spricht. Aber das Wort der Bibel, das ist ganz weit weg. Ich hörte jetzt von einem Bruder, der sagte zu mir, ich kann kein Presbyter mehr sein. Ich sage, warum nicht? Tja, sagte er. Ach, ich kann das auch hier nicht erzählen, in Zabelstein. Ich will das auch nicht. Er sagte mir nur, ich kann es mit meinem Gewissen nicht mehr. Da haben wir Menschen, die als Verkündiger gerufen sind und sie sind völlig im sozialen Bereich aufgegangen. Völlig. Das Evangelium ist Nebensache. Einige starke Politiker, die wir in Berlin sehen, haben früher als Pfarrer gedient. Ja, auch einige Schauspieler haben als Pfarrer gedient. Aber ich denke, in der Politik verdient es sich leichter als Pfarrer. Welch eine Notzeit haben wir heute. Wir sind wirklich in die Zeit der Endzeit eingetreten. Nun ist die Frage, was sollen wir tun? Wir müssen doch der Gemeinde des lebendigen Gottes ein klares Wort sagen. Wenn wir das Wort des Propheten Elias, das hier vor uns steht, im Könige 18, Vers 21 sehen, dann müssen wir doch fragen, wie lange hinket ihr auf beide Seiten? Ist der Herr Gott, so folgt ihm nach. Ist es Baal, so wandert ihm nach. Auf beiden Seiten hinken, das ist die Not unserer Zeit. Und wir finden diese Not bei den einzelnen Menschen. Wir finden diese Krankheit, sie ist weit verbreitet in der Gemeinde des lebendigen Gottes. Wir finden dieses Elend auch bei den Politikern unserer Zeit. Wohin wir schauen, erleben wir das Hinken. Nun, ich könnte jetzt dir von den letzten 2 Tagen, da hatte ich nur eine Verkündigung und die andere hatte der Dave Hunt, da könnte ich dir jetzt so eine Liste vorführen und alles aufschreiben, was ich nur gehört habe.
Da würdet ihr immer nur den Kopf schütteln und sagen, ja, Bruder Vogel, ist das denn möglich? Ja, es ist möglich. Ist möglich. Damals auf dem Berg Karmel standen auf der einen Seite 450 Priester des Baal. Auf der anderen Seite stand ganz allein der Prophet Elia, der Prophet Gottes. Genau dazwischen stand das Volk. Es war am Schwanken. Ja, soll ich? Soll ich nicht? Das Volk hatte keine klare Linie und sie hatten keine klare Überzeugung. Es sagte auf der einen Seite Ja zu Gott und dann verneigten sie sich vor Baal, vor dem Götzen. Das geht doch nicht. Das geht nicht. Wir müssen uns entscheiden. Gewiss, wir leben in der Zeit des Endes. Wir sehen die Gefahren. Wir haben die Kennzeichen vor uns. Aber was sagt Hosea 10, Vers 2? Hosea 10, Vers 2. Ein Moment. Ich will es dir vorlesen. Ach, du bringst morgen Abend einfach deine Bibel mit, dann brauche ich dir nicht alles vorzulesen. Hosea 10, Vers 2. Vers 10. Israel ist ein rankender Weinstock, der Frucht ansetzt. Je mehr Früchte er brachte, desto mehr Altäre bauten sie. Je besser ihr Land war, desto schönere Götzenbilder machten sie. Ihr Herz ist geteilt. Das müssen Sie sich unterstreichen in Ihrer Bibel. Noch einmal. 10 Vers 2. Ihr Herz ist gespalten, geteilt. Wenn man von dem lebendigen Gott abfällt, ist das immer die Folge des gespaltenen Herzens. Und es fängt mit Kleinigkeiten an. Kleine Füchse verderben die Weinberge. Wie sieht es bei uns aus? Ist das die Krankheit unserer Zeit? Ja. Vielleicht spürst du das hier nicht auf der Höhe. Aber komm mal hinunter ins Tal. Der einzelne Gläubige will auf der einen Seite dem lebendigen Gott dienen und sagt Ja zu ihm. Und auf der anderen Seite will er das Vergnügen haben, den Mammon. Die Gemeinde heute, sie will den Herrn Jesus Christus wirklich lieb haben. Aber auf der anderen Seite wollen sie die Dinge der Welt mit in die Gemeinde ziehen. Ich war mal im Zelt, schon etwas länger her. Und da hatten sie einen Chor eingeladen. Oh, kann aber schön singen. Nicht gut, schön. Das war schön singen. Die Frauen, die trällerten. Die Sopranstimme. Kam das so raus. Ich glaube, es war Bachach. Irgendwie. Und als sie dann fertig gesungen hatten, fragte ich sie. Wie viel sind von euch wiedergeborene Christen? Da gingen die Köpfe alle runter. Da war der ganze Chor so ein Feuerwehr- oder Stadtchor, den sie da eingeladen hatten. Ich sagte nachher zu den Brüdern, wenn der Chor noch mal kommt, predige ich an dem Abend nicht. Dann müsst ihr euch einen dümmeren Evangelisten suchen. Sie mussten den Chor ausladen. Die Politiker unserer Zeit haben das ja klug gemacht. Wissen Sie, welches Wort sie in unsere Sprache hineingebracht haben? Und das hat mancher Verkündiger mit in seine Kirche und in seine Gemeinde genommen, das Wort Koexistenz. Natürlich können wir Wirtschaftsbeziehungen mit Rotchina, mit dem Iran und mit dem freien Volk der Schweizer haben. Ja.
Wir lassen jedem seine Ansicht und die lexikale Erklärung des Wortes heißt, dass nebeneinander unterschiedliche geistige, ökonomische, politische und gesellschaftliche Systeme. Das ist Koexistenz. Jetzt weißt du so viel wie vorher, ja? Begründet und ins Leben gerufen wurde es von Nikita Khrushchev 1953, dem starken Mann der damaligen Sowjetunion. Damals auf dem Berg Karmel wurde durch das Feuer Gottes von oben her bewiesen, dass nur der Herr, der Gott Israels, lebt und nur Elia sein Prophet war. Und dann hatte Elia ein gutes Schweizer Messer. Es war nur etwas länger. Und da schlug er den 450 Baalspriester den Kopf ab. Da gab es keine Koexistenz. Und heute? Man ist bereit, Wege zu gehen. Das siehst du an Bill Hebel. Der treue Herr wird aber auch diesmal mit Feuer richten. Was muss alles in unserer Zeit gerichtet werden? Gott sagt nicht zu allem Ja und Amen. Schauen wir uns nur die Gottlosigkeiten unserer Zeit heute einmal mit einem Vergrößerungsglas an. Da wurde jetzt ein Arzt in München verurteilt. Nein, der wurde nicht verurteilt. Der hatte in den letzten Jahren 40.000 Abtreibungen vorgenommen. Jeden Tag 7 Abtreibungen. Er wurde lediglich pensioniert. Das Feuer Gottes muss unbedingt kommen. Das ist das, was ich Ihnen zum Schluss sagen möchte. Auf dem Berg Karmel fiel das Feuer von oben herab. Auf das Brandopfer, das auf dem Altar lag, und es verschonte die Kinder Israel. Weil das Brandopfer das Sinnbild für unseren Herrn Jesus ist. Der ist ja am Kreuz auf Golgatha gestorben, für dich und für mich. Für unsere Sündenschuld ist er gestorben. Und da darfst du dich freuen. Am Kreuz sind wir gerichtet und gerettet. Aber das Wunderbare ist, dass wir diese Botschaft weitergeben dürfen. Weiß es wirklich jeder Mensch auf dieser Erde? Die Kennzeichen, die Zeit der Gnade in Jesus Christus ist begrenzt. Die Zeit der Gnade ist bald zu Ende. Wir haben heute schon geschlossene Gebiete für Missionare. Wer weiß, wie lange wir noch gehen können. Und wir als Kinder Gottes haben einen Auftrag. Erfüllen wir ihn. Wir wollen noch beten. Lieber Vater in dem Himmel, wir danken dir, dass du uns gezeigt hast, es geht bald zu Ende. Herr, lange kann dieser Spuk nicht mehr dauern. Wir bitten dich sehr herzlich, mach ein Ende. Und Herr Jesus, wir bitten dich herzlich, komme bald. Amen.